Ja, hallo, der Michi hier von Mika News. Zwei Sachen habe ich mir geholt für meinen Trifftracer. Einmal ein Werkstattset mit Werkzeugkisten und einer Hebebühne. Und, ja, was ist das wohl? Tja, eine Boxengarage für meinen Trifftracer. Also, beziehungsweise, vielleicht passen ja auch zwei rein, aber ich würde sagen, hier passt nur einer rein. Ja, habe ich mir bestellt. Passend in Blau. Und zwar für eines meiner Fahrzeuge. Ich habe hier ja den Mahle. Könnt ihr aber auch einen anderen nutzen. Wie gesagt, ich habe ja auch so eine Showbühne. Aber wenn ich auf der Rennstrecke bin, kann ich ja auch mal in die Boxengarage fahren. Und wenn mein Fahrzeug quasi beschädigt ist, dann muss es ja auf die Hebebühne. Also habe ich mir in Blau. Ist zwar jetzt nicht genau das Blau von hier, aber zumindest, ich dachte mir, oh, nimmst du Blau, habe ich mir das passende Tor, beziehungsweise Garage bestellt. Übrigens kostet normalerweise 20 Euro, ich habe es ein bisschen günstiger gekriegt, gab irgendwie eine Black Friday Aktion oder was das war, war es ein bisschen günstiger. Ist aus Polyaktit Kunststoff. 140 mm lang, 73 breit, Maßstab 1 zu 43, also quasi passend zum Razer. Beim Einbau darauf achten, klar, hier, das muss natürlich nach vorne, das wollen wir sehen. Das ist hier logisch, weil ansonsten macht das ja keinen Sinn. Wir wollen ja hier nicht die schlechte Seite sehen. Es soll ja schon die schöne Seite sein. Dann rasten wir das hier ein. Wir haben hier zwei Nasen, hier und hier. Und hier haben wir halt eine Nut auf beiden Seiten. Und dann wird das Garagentor einfach nur eingerastet. So, mal ein bisschen darauf achten, dass das richtig reingeht. So, eine Seite drin, andere Seite drin. So, mal gucken, dass jetzt da ist, wo ich es hin will. Wo ich es hin haben will, noch auf der Seite noch nicht. So, wenn es drin ist, dann könnt ihr das nämlich hier so schön nach hinten schieben und nach vorne und so klappen. Natürlich steht die Garage so da am Ende, ne? Also so, ich glaube, so sieht man das besser aus eurer Sicht. Und ja, warum? Kann man reinfahren, kann man rausfahren. Passt wirklich wunderbar dazu. Ja, hätte ich ein bisschen weiter nach vorne machen sollen, die Kamera ein bisschen tiefer. So. Dann kann ich hier das nach oben setzen. Kommt man natürlich hier, muss man mit dem Haken machen am besten. So, dann kann ich die nach oben und reinschieben. Und dann kann ich mit meinem Trifftracer hier passend reinfahren. Ich jetzt die mal nach vorne schiebe, passt der wunderbar rein. Also Größe ist optimal dafür geeignet. Ich glaube, so sieht man es besser, ne? Ich das hier so hinstelle und die Garage mal drüber. Dann könnt ihr hier mal sehen, wie das Ganze funktioniert, beziehungsweise wie es aussieht. So, dann stelle ich die Garage mal zur Seite. Ja, könnt ihr ruhig sehen. Und dann packe ich hier das Werkstattset mit der Hebebühne aus. Auch wieder aus dem gleichen Material. Farbvariante Blau gibt es auch wieder, genauso wie die Tore. Hier gibt es in verschiedenen Farben. Also ihr könnt euch das Set hier mit dem Blauen auch, ich glaube in Gelb, in Grün, in Weiß, Schwarz, Rot. Ich glaube, gibt es auf jeden Fall viele Farben. Und das Gleiche gibt es auch in den Farben. Also ihr habt dann wirklich die Möglichkeit, euch das Accessoire, also das Zubehör für euren Trifftracer, für eure Triftstrecke, individuell anzupassen. Also sprich, ihr könnt entweder überall die gleichen Farben nehmen oder eben ihr nehmt nicht die gleichen Farben, ihr wollt bunt, dann macht alles in anderen Farben. Eure Wahl, habt da eure Entscheidung, also eure Entscheidung, die ihr treffen könnt. Werkzeugwagen, ja, man kann das jetzt hier nicht hoch und runter ziehen. Also gut, ist so. Kann man jetzt nicht ändern, aber sieht zumindest wie ein Werkzeugwagen aus. Hier vorne ist so eine kleine Deichsel, kann man schieben und unten die angedeuteten Rollen.
So, und dann haben wir hier nochmal einen, ja, wie nennt sich das jetzt hier? Ein Stahlschrank. Also der Werkzeugwagen, der Stahlschrank. Kann man, muss man aber nicht. Ob man den in die stellt, könnte man machen. Macht aber natürlich mehr Sinn, wenn man sich das so irgendwie auf seiner Strecke einrichtet, wie man möchte. Hier die Hebebühne. Gucke ich mal. Ich kann das hier sogar in der Höhe verstellen. So. Bis einen bestimmten Punkt. Beziehungsweise ich kann es auch ganz rausziehen. Rastet hier ein. Und dann bleibt das, so wie es hier ist, in der Stellung stehen. Gibt hier eine Stellung, da rutscht das von alleine runter. Also da ein bisschen aufpassen. Und auf der anderen Seite genauso. Vielleicht ist das ein bisschen passgenau auf der anderen Seite. Zumindest kann man es hier auch nach oben. Aber es rutscht dann auch runter. Es ist dann die Frage, ne? Also wenn man jetzt hier sein Auto draufstellen will, das werde ich gleich mal testen. Indem ich das hier nach oben schiebe. So. Ja, jetzt rutscht das natürlich beides immer runter. Also das könnte ein bisschen passgenauer, sag ich mal, sein. Ich habe hier auch keine andere Möglichkeit. Hier, das klemmt hier an der Stelle. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Also bei mir steht das jetzt hier. So, kann ich es ja mal zeigen. So. Ich weiß nicht, ob das, aber sollte eigentlich dafür geeignet sein, dass ich jetzt hier meinen Driftraiser draufstelle. Aber das rutscht mir hier immer runter. Also da sollte man sich hier jetzt einen Kopf machen, ob man hier nicht was dazwischen klemmt, dass das dann auch bleibt. Mal gucken. Nee, bei mir rutscht das halt immer wieder runter. Also das hier, es kostet jetzt nur einen Zehner. Aber wie gesagt, hier könnte das qualitativ minimal bisschen besser passen. Na, ich krieg das hier jetzt langsam hoch, aber es rutscht mir zu leicht runter. Also wenn ich jetzt hier einen Drifter drauf stelle, so, dann hält der wahrscheinlich durch das Eigengewicht. Also dann funktioniert es wieder, dann ist es wieder cool. Ich habe jetzt aber nicht wie bei der anderen diese Radlast oder Federentlastung drin, logischerweise, weil das durchhängt. Aber es ist eine Alternative. Wie gesagt, das Set kostet ein Zehner, also 10 Euro und das 19,99 um eure Strecke zu verschönern. Wie gesagt, ein kleines Häkchen da dran, aber es würde funktionieren. Na, indem man halt was dazwischen macht, dann ist es vielleicht besser, beziehungsweise man hält das in der Höhe und dann durch das Gewicht klemmt das ja. Na, also man muss da ein bisschen vorsichtig sein, aber es funktioniert. Ihr seht, der steht. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, da passiert auch nichts. Also da bleibt er in Waage. Und durch die zwei Halter, also durch die seitlichen Führungen hier, beziehungsweise Auflagen, dann seht ihr hier, das sollte eigentlich auch passen. Das Einzige, der rutscht selber runter, weil er halt irgendwann Kopf über ist oder Kopf unter. Kopf unter, Kopf über. Ne? Aber ihr seht, hier, wenn er steht, dann steht er wie eine 1. Das war jetzt mal das Werkzeugset und die Garage vorgestellt von Mika Trenchard.